Hallo zum Tageshoroskop vom 31.08.2022. Wir schauen hier an diesem Mittwoch auf die Situation im Universum. Und dafür habe ich wieder das Mitternachtshoroskop gewählt. Ja, und wir haben weiterhin die Sonne in der Jungfrau. Das heißt, es ist eine Zeit der Anpassung an die Gegebenheiten, an die Umweltbedingungen. Und weiterhin ist auch noch Amor dicht dabei. Also es geht immer noch mit viel Passion an die Sachen. Und also falls es hier ein bisschen laut wird gerade, also ich muss mich auch an die Umweltbedingungen anpassen. Ich habe nämlich hier also Rasenmäher Geräusche im Hintergrund. Okay. Also, wie gesagt, Sonne in der Jungfrau ist auch immer so eine Natur, Betonung und natürlich Arbeit und Gesundheit sind so die klassischen Themen. Aber halt auch so Fitness und Ernährung, das sind ja auch so bestimmte Bereiche und natürlich so dieses gesamte Wissenschaftliche, wo man aufs Detail guckt, die jetzt hier mehr im Fokus sind. Die Sonne weiterhin in der Spannung zu Mars hier bringt halt also immer noch Herausforderungen, die bei Handlungen, die mit einhergehen, mit verbalen Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten. Und natürlich mitunter auch mit aggressiven Komponenten, die hier quasi irgendwie gehandelt werden müssen. Ja, und dann haben wir den Mond heute im Zeichen Waage. Und da bleibt er dann tagsüber auch. Und abends geht er dann in den Skorpion und bringt hier im Wasserzeichen dann nochmal eine andere Qualität. Ja, und tagsüber erstmal haben wir den Mond also in der Waage, ja, Beziehungszeichen Waage. Und dann hat der Mond auch noch zum Herrscher der Waage am Morgen eine günstige Verbindung, und zwar zu Venus hier. Das heißt, ein sehr schöner, liebevoller Morgen kann das sein. Und am Mittag geht dann der Mond hier eine Spannung zu Pluto ein. Und diese Spannung bringt dann hier ja in diesen Stunden sehr intensive Gefühle, vielleicht Herausforderungen, die mit Eifersucht zusammenhängen können. Also Mond ist ja hier im fünften Haus, fällt ja hier ins Tageshoroskop ins fünfte Haus. Das heißt, und da ist er eingeschlossen. Also es sind vielleicht auch so Bedürfnisse nach Beziehungen, die hier so im Verborgenen stattfinden vielleicht oder nicht richtig gelebt werden können. Und mit der Spannung zu Pluto gibt es in den Mittagsstunden dann vielleicht wirklich so, ja, sehr, sehr leidenschaftliche Momente, aber auch vielleicht auch lassen sich Vorstellungen nicht so umsetzen, wie man das gerne möchte. Also Pluto ist ja immer das Bindende. Vielleicht möchte man aus einer Beziehung eine feste Beziehung machen, aus einem gelegentlichen Treffen eine richtige Liebesbeziehung. Und das lässt sich vielleicht nicht so gut verwirklichen. Ja, und dann am Abend geht der Mond in den Skorpion und bringt dann hier ja diese plutonische Energie. Pluto ist ja der Herrscher vom Skorpion. Also das heißt, also wir haben dann hier sehr, sehr ja, tiefgründige Energien am Abend. Also da macht man alles mit sehr, sehr viel ja, mit sehr starken Gefühlen und ist sehr fixiert. Das ist ja ein fixes Zeichen, Skorpion. Also das heißt, man ist da quasi sehr festgefahren in den Bedürfnissen und ja, kann aber auch so eine heilende oder magische Energie bringen. Ja, und was haben wir noch? Dann haben wir den Mars und Jupiter günstig verbunden. Hier, die bringen hier für diesen Tag, also das heißt, auch das, ja, Ziele, die mit dem Ausland zusammenhängen können, sind hier günstig verbunden. Aber halt auch ja, gutes Organisationsvermögen, so Organisationstalent. Ja, und die beiden sind ja hier dann auch noch in dieser Verbindung mit Merkur. Also Jupiter und Merkur laufen hier in eine Spannung und das ist ganz interessant, weil das wird noch mehrere Wochen ein Thema sein. Also normalerweise wären das nur so ein paar Tage. Aber dadurch, dass der Merkur hier am 10.9. rückläufig wird und quasi immer so ein bisschen hier gegenüber von Jupiter bleibt und
bringt diese Verbindung von Merkur-Jupiter, also quasi nach der Rückläufigkeit wird er dann wieder direktläufig, wird dann drittes Mal nochmal in diese Spannung von zu Jupiter gehen. Also, und dann ist Drakon ja auch immer mit dabei und Fortuna und Psyche, also das heißt, oder bleiben so in diesem Umfeld. Also das heißt, wir haben hier schicksalhafte Entwicklungen, Nachrichten, die karmisch sind und ja von einer gewissen Härte, also oder Strafen. Also Draconia ist ja das drakonische Urteil und Psyche. Also es geht einem vielleicht an die Psyche. Also und das Ganze hier in Spannung zu Jupiter bringt also hier die Thematik von dem Krieg im Ausland, die hier vielleicht für drastische Forderungen steht oder die Herausforderung bringt oder beziehungsweise dann einfach man konfrontiert wird damit. Außerdem kann es sein, dass hier ideologische Überzeugungen oder Neuanfänge, also viele Neuanfänge oder juristische Aktionen hier in Spannung stehen zu drakonischen Maßnahmen. Also wenn da hier die Regierung wieder, Saturn ist ja hier am MC, also das beschreibt ja hier immer die Regierung. Wenn die hier drastische Maßnahmen bringt, also Saturn steht ja auch für Strafen und das hier auch noch schön dargestellt, weil Merkur ist ja auch noch Symbol für Zwillinge und Scholz als Bundeskanzler ist ja auch noch Zwilling, also der Zwilling, der Bundeskanzler, bringt hier drakonische Forderungen, die hier vielleicht von der Justiz kritisch beäugt werden. Also das wäre zum Beispiel so eine mögliche Interpretation. Ja, und diese Verbindung von Mars, Jupiter und Merkur bringt also insgesamt ja konstruktives Denken und Handeln, beziehungsweise die Herausforderung, das zu trotz der Situation im Ausland das hier gut zu managen und auch die Außenhandelssituation hier zu bedenken, aber halt auch, was Ideologie angeht und Planung, dass man hier, also der Mars ist hier in der günstigen Situation, also beziehungsweise ist hilfreich bei dieser Spannung von Merkur und Jupiter. Also der Mars zeigt hier den Lösungsweg oder einen möglichen Lösungsweg an und das wäre ein Lösungsweg, also Handlungen, die hier quasi so ein bisschen zwischen den Welten sind. Also vielleicht irrationales Handeln. Also vielleicht mehr auf das Gefühl achten und nicht so auf die Vernunft. Wäre jetzt eine Variante. Eine etwas strange Variante, aber wäre denkbar. Und dann ist aber auch ansonsten so hier mutig vorangehen. Mutig in der Öffentlichkeit kommunizieren. Also das wäre natürlich eine etwas ja naheliegendere mögliche Auswirkung. Ja, und ansonsten kann es also für scharfe Argumentation stehen, also und auch hier erfordert einen Weitblick oder zeigt also auch hier die insgesamt, also individuell natürlich auch die Verwirklichung von Gedanken, das Umsetzen, also Mars ist ja immer die Umsetzungsenergie, Jupiter ist das positive, optimistische Denken und das Ganze steht hier aber in Spannung zu drakonischen Forderungen und da muss man also vielleicht sich ein bisschen von frei machen. Und ich meine, dazu passend ist natürlich auch noch die Spannung von Saturn und Uranus, die ja auch noch einhergeht hier, die halt immer mehr die Selbstbestimmung erforderlich macht, also Unabhängigkeit, sich unabhängig von der Regierung zu machen, von den Regelungen, die nicht mehr passen. Und die Systeme brechen halt immer mehr zusammen und man merkt halt immer mehr, dass jetzt hier quasi alle möglichen ja, Stützen des Systems wanken. Ja, und was haben wir noch zu sagen? Also Aszendent bleibt hier noch in den Zwillingen. Also es geht hier immer noch um die Kommunikation, um Beziehungen, um Diplomatie natürlich auch. Aber halt auch jetzt hier quasi um drastische Forderungen, die hier quasi in die Welt kommen. Und als Ergebnis hatte ich ja eben gesagt, mit dem Saturn am MC im Zeichen Wassermann geht es hier um Veränderungen in der Struktur. Und das kann man natürlich also aufs Große dann zeigen, also oder ummünzen, sind das dann hier quasi die ja Maßnahmen, die verrückten Maßnahmen, zurück zu verrückten Maßnahmen könnte man sagen, hier
obwohl die Situation im Ausland ganz anders ist, zum Beispiel. Ja, oder ansonsten ist es halt auch, ist es auch die Wirtschaft, die hier zurückgeht und ein unberechenbarer Maßnahmenkatalog, könnte man sagen. Ja, also es ist alles in einer starken Veränderungskraft und Regierung oder die Gesellschaft ist alles andere als sicher, sondern total in der Instabilität. Und das ist also auch diese Zeit, die wir jetzt haben, also die Zeit der großen Transformation. Pluto ist ja hier immer noch im Steinbock, am Ende vom Steinbock. Und Steinbock ist ja das Gesellschaftszeichen. Und Pluto zeigt also für uns alle hier die Transformation, die Krise, das Sterben der Gesellschaft, damit eine neue entstehen kann. Also, das sind so einige Themen. Und genau, natürlich auch noch, das hätte ich jetzt fast vergessen hier, ganz entscheidend auch noch in diesen Tagen und Wochen, die Spannung hier von Chiron und Lilith. Mit Liebe zusammen, also immer noch viel Liebeskummer, seelische Verletzungen, die hier eine Thematik darstellen, Liebe und Eifersucht und Konkurrenz im Zusammenhang mit der Arbeit, aber halt auch Arbeitskämpfe vielleicht oder ja, Gesundheit steht hier in Spannung zu Liebe oder also Herausforderungen, die mit Familiensituationen zusammenhängen und Gesundheit oder mit der Arbeit oder mit also so kritische Situation im Kollegenkreis vielleicht auch, die hier die tiefen Emotionen treffen. Also wieder viel los. Dann wünsche ich dir einen ganz tollen, ja, eine ganz tolle Wochenmitte und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist und freue mich natürlich und auch und bin sehr dankbar über Liken, Teilen, aber ja, Liken, Teilen, abonnieren und kommentieren meines Beitrags. Also dann bis morgen. Tschüss.